Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Season 5, Folge 16 mit dem großen Titel von Göttinnen und Göttern, Helden, Dämonen und großen Magiern. Und heute soll es um einen Text aus dem Alten Testament der Bibel der Juden gehen, der Vertreibung aus dem Paradies, wie es in der Genesis geschildert wird. Diese Geschichte, die Vertreibung aus dem Paradies, ist im Christentum und auch im Judentum negativ konnotiert. Es ist eine Sündenfallgeschichte und die Frauen nehmen da eine relativ schlechte Rolle ein. Eva als die Mutter des Sündenfalls, der Abkehr von den göttlichen Geboten, der Mutter der Erbsünde im Christentum und eben der Vertreibung aus dem Paradies, die dieses Vergehen gegen das Gebot Gottes nach sich zieht. Das ist ein so interessanter Text, weil er eben auch aus religionswissenschaftlicher Deutung ein interessanter Text ist, denn dieser Text spiegelt in gewisser Weise doch die polytheistischen Gesellschaften im östlichen Mittelmeerraum wider und die Naturreligionen, und das möchte ich Ihnen einfach heute ein bisschen zeigen. Die Genesis ist ein Text aus sehr später Zeit, aus hellenistischer Zeit, aus dem 5., 4., 3. vorchristlichen Jahrhundert nach Babylonisch. Es ist der Buch 1 der 5 Bücher Mose, aber es ist das zuletzt entstandene Buch, zustande gekommen, eben nachdem die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurück nach Israel kamen. Und es ist ein Text, der entstanden ist in einer Zeit, in der sich im Judentum der Monotheismus herausgemändelt hat und die polytheistischen Naturreligionen, die noch weit ins erste Jahrtausend hinein auch in Israel und Juda entscheidend waren, immer mehr an Macht verloren. Der Mythos von der Vertreibung aus dem Paradies spiegelt Vorstellungen aber dieser alten polytheistischen Naturreligionen wider, nämlich die Gesellschaften, die schon dem Ackerbau und der Viehzucht verpflichtet sind, also bäuerliche Gesellschaften, und es spiegelt Mädcheninitiationen wider, Initiationen, die in Naturreligionen gang und gäbe sind und auf ein späteres Leben vorbereiten, in einem anderen Altersstand als vorher. Hier ist es eine Mädcheninitiation. Ein Mädchen wird vom Mädchen zur Ehefrau und Mutter und zur Bäuerin. Und dazu gibt es eben sehr interessante Deutungen von Seiten der Religionswissenschaftler. Religionswissenschaftler sind der Meinung, dass Religionen nicht vom Himmel fallen, dass sie menschengemacht sind und dass Menschen eben entsprechend ihrem Horizont sich Gedanken machen über das Leben, über das Leben nach dem Tod, über die wesentlichen Fragen der Menschheit. Und das heißt, diese Gedanken sind abhängig vom kulturellen Kontext, der diese Menschen umgibt, in ihrer eigenen Gesellschaft, aber auch in ihrer Nachbarschaft. Wichtig ist die Geografie einer Region, ihre Wirtschaftsweise, die politischen Verhältnisse, die Nachbarn, ihre Einflüsse, die auf die eigene Kultur ausströmen und eben die Denkmöglichkeiten von Menschen zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Raum prägen. Und diese Theorie von der Prägung bestimmter Denkformen durch Beeinflussung, wechselseitige Beeinflussung, ist eine Theorie, die man Diffusionismus-Theorie nennt.
und die auch ganz konkret die Gesellschaft im Vorderen Orient beschreibt, in den ersten Jahrtausenden vor der Zeitenwende und auch danach. Wir haben es mit Ackerbaukulturen zu tun, die in der neolithischen Revolution, da wohl auch im fruchtbaren Halbmond Anatolien, heutige Türkei, entstanden sind, mit Sesshaftwerdung. Es gibt immer noch Nomaden, aber die Wirtschaftsweise ist eine bäuerliche Wirtschaftsweise und das entsteht in den ersten Jahrtausenden vor der Zeitenwende und speziell im ersten Jahrtausend vor der Zeitenwende entsteht das, was man den jüdischen Monotheismus nennt und damit das Alte Testament, das dann eben auch in die Bibel der Christen eingegangen ist. Religionen fallen nicht vom Himmel. Wir haben es also auch in der Genesis mit Einflüssen aus der sumerischen und akkadischen Religionen zu tun, die in diese Genesis Eingang gefunden haben. Ich habe das letzte Mal Gilgamesch-Epos vorgestellt und da haben Sie schon von der Sintflut-Geschichte gehört, die ja auch im Alten Testament zu finden ist. Ich habe den Bibel-Babel-Streit angesprochen, dass sehr viel, was wir in der Bibel finden, schon in Babylon anklingt. Ich habe von dem großen Sumerologen Kramer berichtet, der dann auch eine sehr schöne Interpretation der Geschichte hat, warum Eva aus der Rippe entstanden ist. Das ist ja nun eigentlich eine sehr seltsame Geschichte, die wir in der Bibel wiederfinden und die sumerische Ursprünge hat, eigentlich von einem Übersetzungsproblem herrührt. In der Genesis nun wird eben die Vertreibung des Menschenpaares aus dem Paradies geschildert. Und wir haben es mit einem sogenannten Kulturentstehungsmythos zu tun, so nennen das die Religionswissenschaftler. Hintergrund sind Mädcheninitiationen, die Vorbereitung des Mädchens auf das Frau-Dasein in einer Ehe und auf ihr Bäuerinnen-Dasein. Und so wird das Schicksal der einzelnen weiblichen Person verbunden mit dem Schicksal des Stammes. Man nennt das in einem Fachbegriff die Verbindung von Ontogenese mit Phylogenese. Zur Initiation. Initiationen sind wichtig für polytheistische Gesellschaften. Diesen Begriff hat ganz wesentlich Arnold van Gennep geprägt, der 1909 ein Buch geschrieben hat, Les Rites de Passage. Und darin beschreibt er Übergangsriten, die nur einmal im Leben eines Menschen vor sich gehen, im Unterschied zu zyklisch wiederkehrenden Riten. Zyklisch wiederkehrende Riten sind zum Beispiel Ostern und Weihnachten oder Erntefeste. Aber Übergangsriten finden eigentlich eben nur einmal im Leben statt. Und dazu gehört der Übergang von bei der Geburt, auch dann zum Tod und für Menschen auch der Übergang von der Kindheit ins Erwachsenendasein, zum Beispiel bei einer Hochzeit oder auch Übergangsriten eben vom jungen Mann zum erwachsenen Mann in der Pubertät und das Gleiche eben passiert auch bei den Mädchen. Arnold van Gennep wurde geboren am 23.04.1873 in Ludwigsburg und starb dann am 7. Mai 1957 in Épernay. Und er hat nun diese Übergangsriten in einem Dreierschritt beschrieben. Der erste Schritt ist, man muss die Heimat, die alten sozialen Zusammenhänge verlassen. Man wird ausgestoßen aus den alten sozialen Zusammenhängen, die Exklusion. Dann kommt ein Leben am Rande der Gesellschaft, ein Leben, das sehr gefährlich ist. Auch man ist dann auch tödlicher Gefahr ausgesetzt. Das nennt er Vivre en marge, am Rande leben.
um schließlich dann wieder aufgenommen zu werden, wenn alles gut geht, in eine neue soziale Ordnung. Das nennt er Inklusion. Bei den Mädchen bedeutet das, sie müssen ihr Mädchendasein, Kinddasein verlassen, um dann eben in das Haus des Mannes überzugehen. Es gibt auch umgekehrte Formen. Und in unseren alten Hochzeitsriten auf dem Lande finden sie noch manchmal den Brautraub, wo dann eine Horde wilder junger Männer die Braut entführt und der Bräutigam muss sie suchen. Die ziehen von Lokal zu Lokal, betrinken sich und er muss die Braut finden und dann eben in sein Elternhaus führen. Das ist genauso eine Randexistenz. Die Braut lebt gefährlich für eine kurze Zeit in einer Horde wilder, fremder Männer. Diese Initiationen waren in archaischer Zeit, in den Naturreligionen und bis heute, sind verbunden mit Geheimniskrämerei. Initiationen sind oft verbunden mit Geheimnissen, Mysterien, Kultgeheimnisse, die dann einer breiteren Öffentlichkeit in Mythen bekannt werden, die auch eine Art lokale Geheimsprache entwickeln, vollgestickt mit Symbolen. Und auch das gilt für diese Geschichte von Adam und Eva in der Genesis. Nun gibt es ganz typische Übergangsriten in der östlichen Mittelmeerregion. Und diese Interpretation, wie man das interpretieren kann, da verdanke ich sehr viel einem Mann, den ich auch persönlich kennenlernen durfte, Gerhard J. Baudi, geboren am 26. Januar 1950 in Zweibrücken, wird also in wenigen Tagen 73 Jahre alt. Ich habe ihn kennengelernt in Tübingen, wo er 1977 promoviert wurde. Er hat studiert Gräzistik, Lateinisch, Germanistik und eben Religionswissenschaften bei den vergleichenden Religionswissenschaftlern, hat dann 1994 einen Lehrstuhl für griechische Literaturwissenschaft in Konstanz bekommen und wurde 2015/16 emeritiert, lehrt aber, so viel ich weiß, bis heute in Konstanz. Und diesem Mann habe ich sehr viel zu verdanken, was er in seinen Büchern geschrieben hat über die Übergangsriten in Ackerbaugesellschaften, finde ich faszinierend und das möchte ich Ihnen am Beispiel dieser Vertreibung aus dem Paradies vorstellen. Publiziert und sehr schön zusammengefasst ist das in einem Aufsatz, den er geschrieben hat, in einem Sammelband, herausgegeben vom Ehepaar Jan und Aleida Assmann, Schleier und Schwelle, Band 3, 1999 zuerst herausgekommen. Und dieser Aufsatz heißt »Das verratene Geheimnis zur Rolle der Schlange in antiken Initiationsriten« und Kulturentstehungsmythen. Worum geht's? Es geht also um die Vertreibung aus dem Paradies, die widerspiegelt mittelmeerische Mädcheninitiation. Ich lese Ihnen zunächst einmal seine Beschreibung dieser Geschichte vor. Also Genesis 2, 3. Genau. Dieser Erzählung zufolge entstand das sexuelle Schamgefühl bekanntlich infolge einer Verbotsübertretung. Adam und Eva wurden sich ihrer Geschlechtlichkeit bewusst und bedeckten ihren Genitalbereich mit Feigenblättern. Genesis 3, 7. Nachdem sie von den Früchten eines Baumes gegessen hatten, der in der Mitte des Paradiesgartens stand. Das war der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Genesis 2, 9. Falls sie das Obst dieses Baumes aßen, so hatte Gott Adam und Eva angedroht, dann mussten sie sterben. Genesis 2, 17, Genesis 3, 3. Eben das aber leugnete die Schlange, als sie Eva zum Genuss der Früchte verführte und sagte, Genesis 3, 5, Nein, ihr werdet nicht sterben,
Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet sein wie Gott und erkennt Gut und Böse. Die Schlange lügt nicht, Adam und Eva bleiben vorläufig am Leben und Gott selbst bestätigt später die Worte der Schlange, indem er sagt, seht, der Mensch ist geworden wie wir, er erkennt Gut und Böse. Genesis 3, 22. Dennoch führt die Schlange die Menschen zumindest unfreiwillig in die Irre, und zwar deshalb, weil sie nun zur Strafe sterblich werden. Gott vertreibt Adam und Eva aus dem Paradies, damit sie nicht auch von den Früchten eines anderen Baumes, des Baumes des Lebens, essen. Dadurch nämlich erlangten sie ewiges Leben. Genesis 3, 22. Hätten Adam und Eva also von den Früchten, die am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen hingen, nichts genossen, so wären ihnen ein freier Zugang zum Baum des Lebens und damit ein ewiges paradiesisches Dasein garantiert gewesen. Stattdessen verurteilt Gott sie dazu, außerhalb des von ihm gepflanzten Paradiesgartens die Grundbedingungen menschlicher Existenz selbstständig aufrechtzuerhalten. Die Frau muss jetzt unter Schmerzen Kinder gebären und sich dem Mann in der Ehe unterordnen. Genesis 3, 16. Der Mann hingegen in harter Arbeit das Ackerland bestellen. Genesis 3, 17 bis 19. Um sich und seine Familie fortan mit Feldfrüchten ernähren zu können. Der postparadiesische Mensch ist also zuständig für das Zeugen von Nachkommen. Gleichzeitig tauscht er die kindliche Abhängigkeit von einem väterlichen Gott, der ihn einst mit paradiesischer Nahrung versorgt und auch weiterhin versorgt hätte, gegen das Prinzip einer autarken Selbstversorgung ein. So konstituierte sich die patriarchalische Urfamilie als bäuerlicher Haushalt mit der typischen Arbeitsteilung. Der Mann arbeitet auf dem Feld, die Frau bleibt im Haus, gebiert die Kinder und ist für deren Aufzucht zuständig. Also, wir haben es mit einem Kulturentstehungsmythos zu tun, mit einer ontogenetischen Reifung von der Kindheit zum Erwachsenen, mit der Ablösung des Paradieses durch die harte Arbeit in einer Ackerbaugesellschaft. Im Paradies, ich zitiere wieder, im Paradies sind die Menschen noch unmündige Kinder. Außerhalb des Paradieses hingegen geschlechtsreife Erwachsene, die sich sexuell fortpflanzen und ihre Nahrung eigenständig erwirtschaften. Hätte Eva sich von der Schlange nicht verführen lassen, so wären die Menschen ewige Kinder geblieben. Erst die Übertretung des göttlichen Verbotes machte sie zu autonomen Erwachsenen. Als solche wurden sie in der Tat gottgleich, wie die Schlange es versprochen und Gott selbst es bestätigt hatte, übernahmen sie doch schöpferische Funktionen, die ursprünglich Gott allein vorbehalten waren. Hatte Gott in der Urzeit den Menschen aus Erde geschaffen, so wurde der Mensch nun fähig, sich selbst auf sexuellem Wege zu reproduzieren. Hatte Gott in der Urzeit die Pflanzen erzeugt, die dem Menschen Leben schenkten, so wurde der postparadiesische Mensch zu einem agrarischen Produzenten, der die Pflanzen, derer er bedurfte, selbst anbaute. Der von Gott geschaffene Naturgarten wurde von der bäuerlichen Kulturlandschaft abgelöst. Damit macht sich Baudi daran, diesen Mythos religionswissenschaftlich zu entschlüsseln. Und er sieht nun die einzelnen Motive an, die in diesem Mythos zum Tragen kommen. Und da ist zunächst eben die Schlange zu nennen. In den östlichen Mittelmeerregionen und wahrscheinlich auch noch weltweit immer, ist die Schlange ein gefährliches Tier, ein Wächtertier. Es ist ein Tier, das heilige Räume, Krypten, Haine unheimlich macht und dadurch auch diese Räume vor Profanierung schützt.
Interessant ist nun, so schreibt Baudi, dass das griechische Wort für Tempel, Naos, abgeleitet ist von hebräisch Naas, Schlange. Und in vielen Mythen wird nun die Tötung des Wächtertiers beschrieben, oder auch seine Überlistung. Und durch die Tötung oder Überlistung kommt der Überlister an einen Schatz heran, den er so für sich erobern kann. Oft kann er auch die Schlange mit einer Nahrung überlisten. Parallel zur Schlange ist auch sehr oft der Drache genannt. Und im östlichen Mittelmeerraum war das eine ganz besondere Frucht, nämlich ein Apfel. Bei einem Hochzeitsritus wurde ein Apfel geteilt und das war im östlichen Mittelmeerraum der Granatapfel. Die griechische Göttin Hera bekommt zur Hochzeit mit Zeus die Äpfel der Hesperiden von der Erdmutter Gaia. Und wenn man Statuetten dieser Göttin sieht, so hält sie sehr oft einen Granatapfel in der Hand. Wir haben übrigens das mit der Schlange, mit dem Apfel, mit dem Baum auch schon kennengelernt, als wir uns die sumerische Göttin Inanna angeschaut haben in einem Mythos. Das habe ich Ihnen kurz vorstellen können. Zum anderen gilt nun für Religionswissenschaftler ganz eindeutig, dass die Schlange ein phallisches Symbol ist. Dass die Schlange der Paradiesgeschichte sicherlich mit Recht als phallisches Symbol verstanden worden ist, bedarf nach den bisherigen Ausführungen wohl keiner weiteren Begründung. Die Schlange ist genauer gesagt ein dämonisierter, ins Unheimliche verfremdeter Platzhalter des männlichen Geschlechts. Wir haben übrigens so etwas schon im Märchen von Apuleius festgestellt, Eros und Psyche, die ja auch von ihren Schwestern eingeflößt bekommen, dass ihr Liebhaber eben etwas ganz Scheußliches sei, eine abscheuliche Schlange. Das habe ich Ihnen auch schon vorgestellt. Gerade die Weigerung Gottes, den Menschen eine sexuelle Fortpflanzung zuzugestehen, verleiht dem biologisch gleichwohl heranreifenden männlichen Sexualorgan den Aspekt des Unheimlichen. Um aus dem Status der vom väterlichen Gott erzwungenen sexuellen Unmündigkeit herauszutreten, muss Eva erst der Faszination des Unheimlichen erliegen, statt sich davon abschrecken zu lassen. Der Ungehorsam gegen den Schöpfer, zu dem die Schlange selbst anstiftet, bewirkt eine Usurpation des göttlichen Geheimnisses. Übergangsriten beschreiben Statuswechsel vom unmündigen Jugendlichen zum heiratsberechtigten Erwachsenen. Und in allen diesen Ritualen wird von Tabubruch gesprochen. Man muss die normativen Sperren der Elterngeneration durchbrechen, um zur Erkenntnis zu kommen, zu einem eigenen Weg zu kommen. Das Interessante ist nun, dass in der Genesis der Gott Jahwe im Plural erscheint, nämlich als Elohim. El ist Singular, Elohim ist Plural. Und da scheint noch die polytheistische Konzeption dieses jüdischen Gottes durch, das ursprünglich mal ein Elternpaar war. Jahwe hatte eine Partnerin, Aschera, und eine weibliche Gottheit an seiner Stelle. Und diese weiblichen Gottheiten neben dem Gott Jahwe sind ja auch im Jerusalemer Tempel bis um 700 vor unserer Zeit bezeugt, bis sie dann eben in einer großen Kultrevolution-Reform aus dem Tempel verjagt worden sind und das rein männliche Prinzip sich nach und nach immer mehr durchsetzen konnte. Wenn also von wir in der Genesis gesprochen wird, dann kann man durchaus davon ausgehen,
dass es ein Elternpaar war, das den Kindern vorgeschrieben hat, sozusagen, ihr dürft sexuell nicht aktiv werden, du Mädchen vor allem nicht, denn dann passiert dir genau das, was Eva passiert, du wirst aus dem Elternhaus vertrieben, du musst Kinder unter Schmerzen gebären und du wirst eine Bäuerin sein. Interessant ist auch, dass Jahwe am Ausgang des Paradieses zwei Cherubim postiert mit Flammenschwertern in der Hand. Und auch da sagen Religionswissenschaftler, dass das wohl auch den Baalskult ein wenig zumindest anspielt oder dass da ein wenig von dem Baalskult noch eingegangen ist, wo auch zu einer Kinderinitiation eben das Springen über das Feuer gehört hat. Das ist ganz typisch für diese, für diesen Baalskult ist. Und dann kommt Baudi zu einem Fazit, das ich Ihnen dann doch so vorlesen möchte. Fazit. Ich meine daher in der Tat, dass die biblische Paradieserzählung dem Modell westsemitischer Initiationsriten verpflichtet ist. Wenn Eva in einem Gottesgarten einer Schlange begegnet und danach zur Frau Adams wird, so präfiguriert sie die geschlechtsreifen Mädchen, die in heiligen Hainen auf ihre bevorstehende Ehe vorbereitet wurden. Dass im Paradiesmythos anstelle eines Phallos eine Schlange erscheint, entspricht einer bis in die Spätantike lebendig gebliebenen Kodierungskonvention. Und nun kommt er noch genauer auf Mädcheninitiationen in dieser Mittelmeerregion zu sprechen. Interessant ist ja nun, dass auch in der Genesis-Geschichte Eva in erster Linie konfrontiert wird mit der Schlange. Und dass damit für sie ein Jungtim entscheidend wird, nämlich die Verbindung von Geschlechtsreife, ihrer persönlichen Fruchtbarkeit, Ontogenese, mit ihrer Funktion als Bäuerin in einer Ackerbaugesellschaft, Phylogenese. Und so sagt Baudi, die Schlange gleich Phallus entspricht auch dem Flug, also spiegelt wieder eine göttliche Präfiguration des bäuerlich arbeitenden Familienvaters, der einerseits mit dem Phallus Kinder zeugte und andererseits mit dem Pflug die Erde bestellte. Nun waren im ganzen Mittelmeerraum sogenannte kultische Miniaturbeete gang und gäbe. Nachdem man nach der Ernte das Getreide eingesammelt hatte, wurde eine Saatgutprüfung gemacht. Man legte Miniaturbeete an und ließ die Saat keimen und konnte dann aus der keimenden Saat die beste Saat eben für das folgende Jahr, für die folgende Ackerbausaison herausbekommen. Und diese Miniaturbeete, diese keimende Saat, die wurde nun in die Mädcheninitiation eingebaut auf sehr interessante Art und Weise. Und dafür schildert Baudi einen Kult, der in Athen praktiziert wurde und auch in anderen Kulten, erwähnt den Adoniskult, den Osiriskult. Aber den Athenerkult, den möchte ich Ihnen doch etwas genauer vorstellen, weil es da eigentlich, finde ich, sehr, sehr schön deutlich wird, wie diese Mädcheninitiationen mythisch beschrieben werden und dann auch tatsächlich im Ritus abliefen. Ich zitiere: Auf der Akropolis der Stadt, im Kultbezirk der Athena, wurden ein Heros namens Erichthonios verehrt, der den gleichen Doppelbezug zur sexuellen und agrarischen Sphäre aufwies wie der semitische Gott Adonis. Dieser Erichthonios war dem Mythos nach ein Sohn der Erdmutter,
die ihn gleich nach seiner Geburt der Jungfrau Athena zur Pflege übergeben hatte. Athena legte das neugeborene Kind in einen Korb, griechisch Kiste, den sie mit einem Deckel verschloss. Diese Kiste überreichte die Göttin den drei Töchtern des athenischen Urkönigs Kekrops, die bei ihr auf der Akropolis wohnten, mit dem ausdrücklichen Befehl, den Behälter auf keinen Fall zu öffnen. Doch kaum hatte die Göttin sich entfernt, setzten zwei der Schwestern sich aus fataler Neugierde über das Verbot hinweg. Aus dem geöffneten Korb schoss eine Schlange heraus, die die Mädchen entweder tötete oder in Wahnsinn versetzte, sodass sie sich die Akropolis hinabstürzten. Dieser Mythos war die Projektion einer jährlich nach der Getreideernte wiederholten heiligen Handlung. Zwei Arephoren genannte Mädchen, die 8 Monate lang auf der Akropolis gewohnt hatten, um das heilige Gewand der Athena zu weben, erhielten von der Athena-Priesterin Gegenstücke des mythischen Deckelkorbs auf den Kopf gesetzt. Sie durften nicht wissen, was in den ihnen anvertrauten Körben lag. Mit diesen geheimnisvollen Körben stiegen sie den Burgberg hinab, um sie an einem unterirdischen Ort abzustellen. Von dort kehrten sie beide mit in Tüchern gehüllten Objekten zurück und waren daraus dann aus dem Dienst der Athena entlassen. Der berühmte Gräzist Walter Burkert hat die sexuelle Bedeutung dieser Zeremonie einleuchtend aus dem Mythos rekonstruiert. Wie ihre mythischen Vorbilder, die Kekrops-Töchter, müssen auch die realen Mädchen die mystischen Körbe geöffnet und eine Schlange, das heißt ein männliches Genitalsymbol, erblickt haben. Der Todessturz der Kekrops-Töchter wiederholte sich symbolisch durch den Abstieg der Arephoren von der Akropolis. Das in Tücher gehüllte Objekt, das die aus dem Dienst ausscheidenden Mädchen am Ende in den Armen trugen, evozierte das neugeborene Erichthonios-Kind. Burkhardt deutet diese Zeremonie als stellvertretende Mädcheninitiation, welche in die Geheimnisse der Zeugung und Mutterschaft einweihen und dadurch auf die Ehe vorbereiten sollte. Die betreffenden Mädchen waren zwar noch sehr jung, nämlich 7 bis 11 Jahre alt, sie standen also noch vor der Pubertät, aber in der griechischen Antike galt ein Mädchen bald nach Erreichen der biologischen Geschlechtsreife als prinzipiell heiratsfähig. Eine rituelle Vorbereitung mit Aufklärungscharakter hatte also ihren guten Sinn. Wenn die Erichthonios-Schlange die allzu neugierigen Mädchen im Mythos tötete, so zeigt das, dass auch die realen Mädchen der Ritualfiktion nach starben, wenn sie durch das Öffnen der mystischen Kisten ein sexuelles Aufklärungswissen erlangten. Sie starben jetzt als unschuldige Kinder, um in einer neuen Identität fortzuleben. Nach dem gewöhnlichen Mythos aber war Aristonios ein Knabe mit dem Unterleib einer Schlange. Ein entsprechendes Objekt muss demnach in jedem der heiligen Deckelkörbe gelegen haben. Zeugung und Geburt ließen sich mit einem solchen Gegenstand einprägsam imitieren. Den schlangenhaften Unterleib, den Erichthonios hatte, schrieb die athenische Überlieferung nun aber auch dem Kekrops zu, dem Vater des mythischen Mädchen, die als Erfinder der Ehe galt. Kekrops war also eine parallele Projektion jenes Kultobjekts, das den künftigen Bräutigam und den Sohn, der mit ihm gezeugt werden sollte, in einem vertrat. Mit dieser Doppelung lernten die Mädchen durch das Kennenlernen der männlichen Zeugungsfunktion, wie sie selbst entstanden waren. Da Erichthonios zur Saatzeit im Ackerland gezeugt und zur Erntezeit aus der Erde geboren wurde, so repräsentierte das Getreide in dieser Kiste eben den Akt der Zeugung und des Ackerbaus. Und man geht davon aus, dass in diesen Kisten dann auch hölzerne Falli gelegen haben, die nun den Mädchen einfach wirklich erklärten,
was auf sie als erwachsene Frauen zukam. Also, das ist nun eine Mädcheninitiation in einem Mythos und auch real in Athen, wie er viele, viele Jahrhunderte gefeiert wurde. Und die letzten Reste dieser Initiation lernen wir eben noch in der Genesis-Geschichte sehr symbolisch, sehr verschleiert, sehr geheimnisvoll kennen. Die Begegnung Evas mit der Schlange ist die Konfrontation mit dem sexuellen Zeugungsglied. Es ist erforderlich, das Übertreten des elterlichen Gebots. Du darfst nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Die Kinder müssen das übertreten. Sie bekommen als Heiratsgabe sozusagen einen Apfel von der Schlange überreicht und werden dann aus dem paradiesischen Elternhaus vertrieben, aus ihrer Kindheit, aus dem ewigen Leben. Sie erleiden einen symbolischen Tod und gehen ein in ein neues Leben, kommen in einen neuen sozialen Umkreis hinein. Dort gibt es Zeugung und Tod, die bäuerliche Welt, den Mann, den Ackerbau und den Pflug. Ich finde diese religionswissenschaftliche Deutung der Genesis-Geschichte sehr, sehr spannend, weil er einfach auch zeigt, wie auch in unsere monotheistischen Religionen, die eben auch über doch Jahrhunderte entstanden sind und nicht vom Himmel gefallen sind, frühere archaische Vorstellungen eingegangen sind, die man als Wissenschaftler herauskristallisieren kann, die man herauskristallisieren kann durch ein breites Wissen über archaische Gesellschaften, wie sie funktionieren, wie sie zum Beispiel eben in den Rite de Passage, in den Übergangsriten funktionieren. Und sehr schön deutlich wird, wie in diesen neu entstandenen monotheistischen Gesellschaften, in dieser neuen monotheistischen Religion des jüdischen Glaubens, diese früheren polytheistischen, archaischen Vorstellungen negativ konnotiert werden. Und dann ganz stark im Christentum als Sünde und Erbsünde interpretiert werden. Eine Interpretation, die ich einfach sehr, sehr spannend finde und die ich Ihnen eben auch nicht verheimlichen wollte, obwohl wir es hier eben mit einem heiligen Text der Juden und auch der Christen zu tun haben, mit dem Alten Testament, dass der dann auch eben mit vielen Mythen, Erzählungen auch in den Islam eingegangen ist.